Zufeld, zusammenreißen. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Poor old man. Nur wenn sie den hellen Tod sterben wollen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Feigling! Stalin! Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Göring! Bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Um einfach aus Berlin wieder rauszukommen? Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Herr Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Unter euch ausgerechnet, Himmler! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Darin! Monke. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten, wir können nichts mehr für Sie tun. Anders kann man das nicht machen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Dann soll die Armee kehrt machen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Dann entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Fegelein! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Die Russen haben uns ja schon fast abgeschnitten. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Jetzt hörst aber auf! Das reicht! An meiner Person! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Sie ist ohne Ehre! Fähig. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille Vollpelz! Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Und also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Göring ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Sie wollen doch nur Ihren Kopf hacken. Werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Ich will sofort zum Bericht. Darin! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann suchen Sie ihn. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Verrat! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Was hat er daraus gemacht? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Mein Führer, gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Unberechenbare Künstler, alle die anderen, ja! Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, um sich zu autorisieren, behauptet, ich wäre krank. Wildfremder, unberechenbarer Künstler, all die anderen, ja!
Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Mit Ihrem eigenen Blut werden Sie bezahlen. Sie werden das saufen in Ihrem eigenen Tollpilz. Verrat an meiner Person! An meiner Person!